Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Wir spielen heute den Sarkosuchus, denn dieser hat eine neue Attacke bekommen. Der kann jetzt seine Gegner ins Wasser ziehen. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Den Skin finde ich schon gar nicht so schlecht. Den werde ich jetzt erstmal nicht ändern. Aber wir können uns nochmal hier die Unterarten angucken. Da gibt es nämlich einmal zusätzlichen Schaden, Panzerung und Geschwindigkeit. Ich glaube, ich entscheide mich für... Ja, Geschwindigkeit finde ich immer gut. Wobei die anderen Werte auch nicht schlecht sind. Aber ich glaube, ich nehme den, der schneller ist. Und dann würde ich fast sagen, dass wir direkt starten. Dann sind wir so ein Mini-Croc, wie süß. Und da sind wir auch schon gespawnt. Und ich höre direkt irgendwas, glaube ich. Ich glaube, hier sind Schritte. Ja, da vorne ist was. Soll ich mal hingehen? Ich hoffe, es frisst mich nicht. Wie sieht der denn aus? Ganz komischer Skin. Ich glaube, der will mit mir in der Gruppe, so wie es aussieht. Ja, nee, das möchte ich aber jetzt gerade nicht. Oh, aber hier ist ein größeres Croc. Ach, das war das Croc, was mich eingeladen hat in die Gruppe. Ah, interessant. Ach, die beiden sind in einer Gruppe. Ja, aber eigentlich will ich das jetzt gerade noch gar nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so mitten im Nirgendwo direkt zwei Leute finde. Ist, glaube ich, ein T-Rex da vorne, oder? Das hier? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Das könnte auch ein Daspleto sein, aber ich glaube, für ein Daspleto ist der zu groß. Ich werde die Gruppe aber jetzt wieder verlassen und dann vermutlich mir auch ein anderes Gewässer suchen, weil hier scheint ja schon jemand zu sein. Das heißt, ich schwimme hier diesen Kanal dann runter. Ab dafür. Dann können wir gleich erstmal auch ein paar Quests machen, damit wir ein paar von diesen Coins bekommen, weil die brauchen wir. Wir wollen ja unseren Skin nochmal anpassen und ich will auch die neuen Fähigkeiten lernen. Guck mal, hier ist schon wieder irgendein Dino. Der will mich doch safe angreifen, oder? Meint ihr, der greift mich an? Mein Bein gesnackt. Oh, der hat auch einen Schweifhieb. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, dann sollten wir das lassen. Ah,
ich will nicht. Ich will kämpfen. Aber ich bin leider so klein. Ah, schade. Egal, wir lassen es jetzt. Wir sollten jetzt erstmal ein bisschen wachsen. Ich kann halt noch keine Attacken und bin noch viel zu klein. Wir sollen hier auch noch Pilze jetzt sammeln. Oh, der rennt mit. Und da kommt auch noch ein Quetzal. Ach, guck mal. Was geht denn hier ab? Ist ja richtig ungewohnt, so viele Leute zu treffen. Schon ein cooles Bild, ne? Ein Landsaurier, ein Croc, was im Wasser schwimmt, und ein Quetzal. Greif den nochmal an jetzt, hinterrücks. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir uns unter Wasser anschleichen. Ich meine, es bringt halt nichts. Ich glaube, ich mache halt null Schaden, weil ich so klein noch bin. Hier geht es leider nicht gut hoch. Er lädt gerade seinen Biss auf. Er ist ins Wasser gefallen. Ich habe ihn leider nicht erwischt. Er will mich unbedingt. Er hat richtig Bock. Treffe ihn aber auch nicht so richtig. Aua, jetzt hat er mich erwischt. Ich glaube, das hat auch ordentlich Schaden gemacht. Ja, ich bin fast tot. Okay, jetzt sollten wir verschwinden. Aber vielleicht hilft uns ja der Quetzal. Ah, tut er tatsächlich. Ehrenquetzal. Los. Hilf mir. Hol ihn dir, Quetzal. Der rennt auch davon. Wie gut. Geh mal hoch zu dem Quetzal. Er ist ja mein Freund. Ich hoffe, der macht nichts. Das wäre lieb. Dankeschön. So, jetzt müssen wir aber wachsen. Hat er mich gerettet? Okay, das ist schon ziemlich cool mit dem Nebel. Wir sollen jetzt übrigens Fliegenpilze sammeln. Ich hoffe, die finden wir hier in der Nähe vom Ufer. Vielleicht ja auch auf dieser kleinen Insel. Den See hier finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, hier werden nicht viele Leute vorbeikommen. Und deswegen lohnt es sich halt nicht, hier zu bleiben. Ja, als ob hier überall Milchlinge sind. So übertrieben viele. Das sind genau die Pilze, die ich nicht brauche. Guck mal, hier sind Fliegenpilze. Das könnte sogar reichen, oder? Ja, 20 Stück sollen wir sammeln. Ist ja perfekt. Und schon haben wir die Mission.
Leider nur 300 Coins. Das ist nicht viel. Also ich glaube, den Skin werden wir dann heute nicht ändern. Oh, da vorne schwimmt was. Da muss ich aufpassen. Ich habe gerade auch keine Ausdauer. Ich glaube, das ist auch ein Croc. Ich hoffe, das hat mich nicht gesehen. Ist ja zum Glück gerade sehr neblig und dunkel. Ich bin aber mittlerweile auch fast ganz ausgewachsen. Ich glaube, das hier ist jetzt schon das offene Meer, oder? Ja, fast. Hier kommt nochmal so ein See und dann sind wir im Meer schon. Oh, da ist noch was. Oh mein Gott. Was mache ich denn gegen so einen? Halt keinen guten Biss dafür. Er ist halt viel schneller als ich. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, ich lasse es lieber. Wir gehen mal hier an Land. Ich glaube, ich lerne jetzt auch mal lieber diesen aufladbaren Biss. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Bin mir da unsicher. Kann ja mal ganz schnell hier in die Fähigkeiten gehen. Den würde ich halt gerne mal ausprobieren. Der zerschmetternde Biss, der macht dann halt auch mehr Schaden. Da geht dann halt die Schnauze so auf. Und dann kann man zubeißen. Ich weiß nicht, ob ich gegen den gut kämpfen kann. Weil der schwimmt mir ja so weg unter Wasser. Hier liegt so ein Haikadaver. Da können wir mal irgendwas essen. Das ist auch ganz gut. Der hat aber großen Hunger. Braucht ganz schön lange. Auch immer schön ab und zu unter Wasser gucken. Nicht, dass wir gleich angegriffen werden. Oh, da vorne ist was los. Da gehe ich mal schnell hin. Aber das ist auch ein Sucher, da müssen wir aufpassen. Der kann halt auch ins Wasser gehen. Versuch mich mal anzusneaken unter Wasser. Geh mal hin. Ich jetzt ins Wasser ziehen. Aber ich habe kaum noch Ausdauer. Muss ihn loslassen. Das mit der Ausdauer war nicht so nice. Okay, wir müssen, glaube ich, hier wegschwimmen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe ein Problem. Ich muss immer ein bisschen auf Abstand gehen, meinen Biss aufladen und dann können wir weiterkämpfen.
Aber habt ihr schon mal gesehen, ich kann die halt ins Wasser ziehen, das ist ganz cool. Er haut ab, okay. Wo ist denn der Kleine hin? Ich leg mich nochmal kurz hier hin ans Ufer. Bisschen Ausdauer tanken. Da kommt er wieder. Wir schwimmen einmal weg. Leider nicht getroffen. Ja, dieser Biss, der macht es schon echt schwierig dann teilweise, wenn man diese Cooldowns hat. Wir gehen einmal unter die Felsen am besten. Er schwimmt weg. Jetzt kommt er wieder. Wir brauchen wieder ein bisschen Stamina. Stamina ist echt ein Problem gerade. Bleib mal einfach stillstehen. Er belagert mich auf jeden Fall. Ich lade meinen Biss auf. Und hin. Ach, ich bin leider verfehlt. Schade, schade. Oh, das ist jetzt schlecht. Der ist echt blöd mit dem Biss, ne? Und dann ohne Stamina. Ich hau mal lieber ab. Ohne Stamina ist echt blöd. Versteck mich mal kurz. Ich hoffe, der ist noch da, dann können wir weiterkämpfen. Ich habe jetzt auch mal den normalen Biss noch eingestellt. Also das ins Wasser ziehen habe ich jetzt mal kurz rausgemacht. Und dann können wir auch besser fighten. Dann sind wir nicht so hilflos, wenn das Ganze auf Cooldown ist. Oh nein, ich habe nicht getroffen. Okay, ich habe einen Charge Spike gelandet. Das war gut. Schwimm mal kurz davon. Er ist halt ein bisschen schneller unter Wasser als ich, leider. Ich kann halt einfach wegschwimmen, wenn ich meinen Charge Spike mache. Das ist immer ein bisschen blöd. Ist schon sehr blutig.
haut vermutlich jetzt einfach ab über Land. Ja, der hat mehr Ausdauer hier. Aber ich verfolge ihn. Da ist er. Ja, am Land kann ich leider nicht so viel machen. Aber er kommt mir wieder hinterher. Jawohl, wir haben ihn. Da haben wir unsere Beute. Die haben wir uns verdient. Das ist ein Langhals. Oha. Gut, gegen den können wir nichts machen. Den können wir wohl nicht ins Wasser ziehen. Der ist auch noch nicht ausgewachsen. Ich glaube, der wird noch viel, viel größer. Ich gehe jetzt gerade wieder auf die schlimmste Stelle hier zu, da wo immer so viel los ist. Ist, glaube ich, nicht das Beste mit den Attacken, die ich aktuell gelernt habe. Aber ich werde versuchen, so ein bisschen abseits zu bleiben. Wenn jetzt andere Krokodile kommen, dann habe ich ein Problem, dann werde ich sterben. Ich brauche halt jetzt irgendwelche Landsaurier, die ich ins Wasser ziehen kann. Mal gucken, ob wir da einen finden. Ich kann ja zum Glück einfach an Land gehen. Oh, hier ist ein Spino. Oh Gott, hier ist ja alles. Ha! Ich hab ihn. Bring ihn jetzt an Land. Gestrandeter Fisch. Und jetzt werde ich, glaube ich, angegriffen. Ja, können wir nichts machen. Ja, deswegen mag ich diesen Ort nicht. Das ist halt voll der Mixpack-Ort. Da bin ich raus. Wir müssen hier wieder weg. Oh, ich werde angegriffen von dem Fischy-Ding her. Gestrandeter Fisch und Quetzer. Okay. Oh Mann, ey. Ja, den Ort einfach immer meiden. Also ich finde das hier immer ganz schlimm an diesem Ort. Aber ich glaube, wir werden jetzt sterben, wenn ich runterspringe. Wir probieren es aus. Warum nicht? Nee, keine Ausdauer mehr. Nee, überlebt. Easy. Oh, hier ist ein kleines Croc. Halt nicht so eine geile Attacke, um es anzugreifen. Ist halt viel wendiger als ich. Gott, ist das kompliziert gerade. Ja, das Hitten ist schwierig.
Ich habe halt echt nicht die richtigen Attacken für sowas. Ich weiß ja gar nicht, ob mein Angriff Schaden macht, ehrlich gesagt. Aber er macht mir halt auch kaum Schaden, zum Glück. Soll ich mal versuchen, ihn zu greifen und dann an Land zu bringen? Er ist gestorben. Okay, dann mache ich wohl doch Schaden. Ja, entspannt. Oh, das ist ein Para. Oh, den sieht man selten. Oh, der legt sich hin. Den haben wir. Krass, dass der One-Shot war. Der scheint Low-Life gewesen zu sein. Essen wir mal schön. Ich hätte Bock auf den Delfin, sage ich euch ehrlich. Aber der hat hier zu viele Kumpels, glaube ich. Aber vielleicht kann ich die Chance nutzen. Ich glaube, ich werde dann verkloppt. Ich weiß halt nicht, wer hier zu wem gehört. Ist halt einfach nur eine Massenschlägerei. Nur den Delfin. Bin leider nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt geht's auch an Land. So, kleiner Delfini. Oh yeah. Jetzt warten wir. Laden unseren Biss auf. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Das gibt's ja nicht. Oh, ich habe jetzt Zeit. Schon haben wir ihn. Ich glaube, seine Kumpels kommen jetzt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Deswegen hau ich jetzt hier ab. Das ging gar nicht. Hä, wie frech? Ist der zu schwer oder habe ich verfehlt? Ich glaube, ich habe verfehlt. Weil Megalania sollte ich eigentlich ins Wasser ziehen können. Ah, bitter. Aber der hätte wahrscheinlich eh wegschwimmen können, weil der ist echt gut unter Wasser, glaube ich, der Megalania. Er macht echt viel Schaden. Oh Gott, wir müssen hier weg. Oh Gott. Okay, der Wal ist krass. Das ist noch so ein dickes Schweinchen, davon müssen wir aufpassen. Aber das frisst nur. Wir versuchen das zu kriegen. Oder ist auch noch ein Raptor? Und da sind auch zwei Suchos. Oh Gott.
Bin ja ein bisschen in der Bredouille gerade. Versuch mal hier unten ins Wasser zu kommen. Aber das ist halt auch so ein blöder Wal. Oh nein, die beiden Suchos kommen. Ab ins Wasser. Oh nein. Zwei Wale sind hier. Hier ist einfach ein Quetzal. Ey, ist ja überall was los. Egal, wo man hingeht. Und an dieser Stelle bin ich leider vom Server geflogen und nicht wieder draufgekommen. Deshalb endet das Video hier. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich und euch gefällt Path of Titans. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr jetzt nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.